Moin und willkommen zum neuen Video von mir, dem Chef. Den meisten unter euch wird es wohl bekannt sein. In Anthem wird es verschiedene Missionen, Raids und Events geben, die ein entsprechendes Level voraussetzen werden, damit man sie meistern kann. Dem ist aber noch nicht genug. So gibt es für jeden Raid oder auch für den freien Modus vorher eine Auswahl an Schwierigkeitsgraden, auf denen man den Raid dann am Ende machen kann. Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto besser ist natürlich eure Chance auf besseren Loot, den ihr als Belohnung erhalten könnt. So gehen die Grade von Normal bis Hard, sofern ihr noch nicht Level 30 mit eurem Piloten seid. Solltet ihr aber die 30 geknackt haben und meinen, dass die Raids auf dem bislang höchsten Grad kein Problem mehr darstellen, ja, dann wird es Zeit für die wahren Herausforderungen. Denn nach dem harten Modus geht es erst richtig los, denn nach diesem erwarten euch drei weitere Stufen. Diese tragen den Namen Grandmaster 1 bis 3. Vor allem der dritte und letzte Grad sollte für alle Hardcore-Gamer interessant werden. Dieser hört auf den Namen Grandmaster 3. Hier sind die Gegner nicht nur doppelt oder dreifach so stark, sondern ist der Schaden, den die Gegner dort machen, um 3100% höher als auf dem normalen Modus. Damit aber noch nicht genug. Die Gegner halten natürlich auch deutlich mehr aus und dieser Wert ist ebenfalls um 3100% erhöht. Es sollte also eine echte Herausforderung darstellen, um diesen Modus zu meistern, da wohl schon die leichtesten Gegner euch faustgroße Löcher in euren Javelin reißen können. Die Mühe lohnt sich aber. So ist die Drop Rate auf Gegenstände mit dem Seltenheitsgrad Masterwork um 250% gesteigert. Und der Rang Masterwork stellt die zweithöchste Stufe neben den Legendary dar. Empfohlen wird der Modus für all diejenigen, die den Gear Score von Legendary bereits erreicht haben oder eventuell auch knapp darunter sind. Damit ist nicht euer Pilotenlevel gemeint, sondern wie gut euer Javelin bereits ausgestattet ist. Denn je nachdem, wie viel Power euer Javelin aufweist, bekommt dieser ebenfalls eine Einstufung, welche genau wie bei den Items von gewöhnlich bis legendär reicht. Je besser eure Ausrüstung, desto höher logischerweise auch euer Wert. Ich bin gespannt, wie heftig dieser Modus am Ende tatsächlich sein wird und wann es den ersten gelingen wird, ihn zu schaffen. Ich drücke euch allen schon mal die Daumen. Natürlich ist Anthem noch nicht released und diese Werte können sich natürlich im Nachhinein noch ändern. Aber auf Reddit kann man schon nachlesen, dass die Nutzer wirklich wollen, dass der letzte Modus einfach knüppelhart wird, nicht so, dass man den quasi mal easygoing nebenbei machen kann. Das war es jetzt soweit von meiner Seite. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und dann sehe ich euch auf dem Schlachtfeld. Euer Chef.